Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch ein richtig leckeres Kartoffelgericht vor. Und zwar wird es mit einer Joghurtsoße, Knoblauch-Joghurtsoße serviert und darüber kommt geschmolzene Paprikabutter. Also wirklich super lecker, sage ich euch. Und hier sind auch schon die Zutaten. Wir brauchen 6 geschälte Kartoffeln. Dazu kommt Mehl, etwas Sonnenblumenöl oder Rapsöl, Backpulver, Salz und Pfeffer. Und für die Joghurtsoße benötigen wir Naturjoghurt, Salz und eine Knoblauchzehe. Für die Paprikabutter nehmen wir Butter und Paprikapulver. Die Zutaten schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Als erstes würfeln wir die Kartoffeln zu groben Würfeln, wie ihr sehen könnt. Und da kommen dann auch die Zutaten mit rein, das Öl, das Mehl, das Backpulver und Salz und Pfeffer. Das wird dann gleichmäßig miteinander verrührt und in eine Auflaufform gegeben. Diese habe ich nicht eingefettet, das ist nicht nötig. Nur ihr solltet halt darauf achten, dass wirklich alles schön verteilt ist, damit es von jeder Stelle gleich goldbraun werden kann. So, gebacken wird das Ganze bei 200 Grad, ca. 20 bis 30 Minuten. Einfach schauen, ob die Kartoffeln goldbraun sind und weich geworden sind. In der Zwischenzeit kann man dann die Joghurtsoße vorbereiten. Da kommt dann eine Zehe Knoblauch rein, eine gepresste und etwas Salz und zum Verflüssigen so ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Wasser. Die stellen wir dann beiseite und so sehen die Kartoffeln aus, wenn sie fertig sind. Die müssen jetzt unbedingt noch ausdampfen, denn sonst würde euch der Joghurt gerinnen, wenn der jetzt darüber käme. Und in der Zwischenzeit kann man dann die Paprikabutter vorbereiten. Hierfür schmelze ich mir dann das Stückchen Butter in einer Pfanne. Und dazu kommt dann das Paprikapulver und das wird dann miteinander so lange angeröstet, bis die Farbe sich ins Dunkelrot verfärbt hat und ein wunderbares Röstaroma entsteht. Also das riecht ihr dann auf jeden Fall. Das braucht ungefähr 1 bis 2 Minuten und im nächsten Schritt könnt ihr dann den Joghurt über die Kartoffeln geben, ruhig alles einfach darüber geben. Und zu guter Letzt dann die Paprikabutter. Es ist ein Gericht, was wirklich sehr, sehr schnell zuzubereiten ist. Vor allem wirklich lecker. Und wir servieren das immer zu Salat oder zu Fleisch, also Putenbrust. Das kann man dann zusammen essen. Also probiert es gerne mal aus. Ich würde mich sehr freuen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch auch einen Daumen hoch da. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!